always look at the bright side of life. Da-dum, da-da-da-da-da-dum. Hey, Hagni, du sollst hier nicht rumsingen. Du musst die Leute erstmal vernünftig begrüßen. Und dann haben wir genug zu besprechen. Also, hier, nicht singen. Ihr wisst ja, Leute, ich bin Knolte. Und da drüben, der gar klasse Sänger, war Ragni, genannt auch Ragnarök. Oh, hat er mich schon wieder Ragni genannt? Ich hasse es. Aber gut, was sein muss, muss sein. Moin. Ich bin ja ein Anständiger, ne? Also grüßen kann ich. Ja, ich bin Ragnarök. Und ich stehe für das Absolute. Für das Absolute stehe ich. Jawohl. Und wenn dich interessiert, das Thema, so, mit der Wärmepumpe, und ob ich mich mit dem Spacken heute mal einigen kann, na, musst du wohl dranbleiben, wohl oder übel. Und während der Intros auf jeden Fall ein Abo dalassen, ein Like und vielleicht schaffst du es auch noch, einen Kommentar zu schreiben. Oh, wäre klasse. Und wenn nicht, besuche ich dich in deinen Träumen. Ragni, hast du den Leuten schon wieder Angst gemacht? Das sollst du nicht. Du darfst den Leuten keine Angst machen. Das ist nicht gut. Und im Übrigen, die Wärmepumpe, das ist echt eine geile Erfindung. Sollte man meinen, ne? Aber ich sag mal, was da hintenrum gemacht wird und gemauschelt wird, das ist nicht in Ordnung. Die Leute werden wieder über den Tisch gezogen. Richtig über den Tisch gezogen. Und verarscht werden sie auch mal wieder. Du kennst ihn ja da, den Dings aus Berlin, da diesen... Ach, ich komm schon wieder nicht auf den Namen. Aber der Clanchef da, ne? Der buttert ja alles nur seinem Clan zu. Besten Jobs. Mag ja sein. Kann auch gut sein, kann auch schlecht sein. Aber dass sie sich bereichern an dem kleinen Mann, ne? Und der muss so viel Steuern zahlen. Das ist mal überhaupt nicht gut. Kann ich nicht mehr gut heißen. Ah, was du schon wieder hast, Knolte. Lass ihn doch. Die Wärmepumpe ist genial. Die ist genial. Weißt du? So, ein Haushalt ganz ohne CO2 zu heizen. Jeder freut sich, jeder ist Bombe. Weil keiner guckt hinter die Kulissen. Weil, erstens, schöne Kohlekraftwerke, die laufen noch. Geile Meile CO2 ohne Ende. Und wenn das nicht reicht, dann holen wir uns Atomstrom aus den umliegenden, ne? Frankreich, Polen, Belgien. Die Dinger stehen alle schön an der deutschen Grenze, brauchst du nicht viel Kabel. Und wenn da eins hochgeht, die Strahlen kriegen in Deutschland kein Visum. Nein, wird auch Deutschland verstrahlt. Aber die Deutschen, die sind ja, mit denen kannst du machen, was du willst, die werden einfach nicht wach. Ragni, so kannst du das nicht sagen. Die Deutschen sind verdammt nette Leute. Die haben halt einmal den Fehler gemacht und ein Kreuz an der falschen Stelle. Und jetzt müssen sie da ein paar Jahre mit leben. Außer, sie würden sich mal wehren. Weil wehren geht ja eigentlich immer. Das ist auch gar nicht so schlecht, das Wehren. Man muss sich nicht alles gefallen lassen auf der Welt. Doch, sie müssen sich alles gefallen lassen. Sie haben es nicht anders gewollt. Also haben sie es auch nicht anders verdient. Ach, du schon wieder, Ragni. Ah, Ragni. Mir rollen sich die Zehennägel auf bei diesem Wort. Okay, Herr Ragnarök. Also, die Leute, die haben das verdient, dass im Winter die Bude warm ist. Und die Leute haben auch verdient, dass sie sich aussuchen können, womit sie heizen. Und sie haben verdient, dass es günstig ist. Billig. Babelapa, billig. Sie sollen bezahlen. Bezahlen. Was wollen sie sonst mit ihrem Geld machen? Besser dem Staat in den Rachen schmeißen. Weil, dann leiden sie. Weil der Kühlschrank bleibt leer. Hauptsache die Bude ist warm. Und Urlaub fahren ist ja sowieso. Was wollt ihr im Urlaub?
habt ihr kein Zuhause. Immer über die Ausländer am Schengen, aber dann ins Ausland fahren. Nee, das müsst ihr nicht. Ach, Herr Ragnarök, bitte. Lasst den Leuten doch die 3 Wochen im Jahr, wo sie mal wo was anders sehen können, mal was anders essen können, das sollen die ruhig machen. Und das soll alles weg, nur weil er irgendeiner meint, jetzt gibt's eine Wärmepumpe. Die Wärmepumpen, die taugen nix. Die taugen absolut nix. Du musst deine ganze Hütte umbauen. Die ganze, ganze Hütte musst du umbauen. Ja, das kostet. Wer soll das bezahlen? Na, hab ich doch gerade gesagt, lasse bezahlen. Urlaub, weg. Was? Können trocken Brot essen. Mehr würden sie bei mir auch nicht kriegen. Wenn überhaupt. Nein, nein und nochmals nein. Die Menschen haben ein anständiges, sauberes Leben verdient. Und immer dieses Bange machen, das geht überhaupt nicht. Und wegen Bange machen haben die Leute richtig Angst. Und wer Angst hat, der kuscht noch mehr. Also ich sag Leute, habt mal keine Angst mehr, egal was die in Berlin sagen oder der Herr Ragnarök sagt. Das ist vollkommen egal, weil es ist euer Leben und ihr müsst glücklich leben und ihr müsst zufrieden leben. Und wenn ihr Bock auf Ölheizung habt, dann habt ihr eine Ölheizung. Und wenn ihr Bock auf Italien habt, dann fahrt ihr nach Italien. Und wenn ihr sonst wo Bock drauf habt, dann macht es einfach. Hauptsache, ihr schadet keinem anderen damit. Und so schlimm ist der Klimawandel gar nicht. Was? Klimawandel nicht schlimm? Hast du recht, ausnahmsweise sind wir uns mal einig. Ich finde das geil, wenn die Bude immer wärmer wird, immer wärmer wird. Oh, die Meere verdunsten. Geile Meile. Aber vorher steigt das Wasser und ihr sauft ab. Geile Meile, geile Meile. Und wenn das noch nicht genug ist, eure Ernten gehen kaputt, ihr habt nichts zu fressen. Ich finde den Klimawandel so geil, so absolut geil. Herr Ragnarök. Du kannst geil finden, was du willst. Der ist nicht so schlimm, der Klimawandel. Die Erde hatte immer mal Warmperioden und Kaltperioden. Und im Moment wärmt sie sich ein bisschen auf, mit oder ohne CO2. Und wenn die Menschen wirklich CO2 einsparen wollen, dann sollen sie den Grünen und den grünen Wählern das Atmen verbieten. Dann sparen sie genug CO2. Tschüss.